Was geht, meine Freunde? Hier ist wieder euer Alium. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raid Shadow Legends in meiner Wenigkeit. Jo, morgen steht das 10-fach-Event an. Die Champions wurden released. Wir gucken mal, was so drauf ist, was es so beim 10-fach gibt. Dann gibt es morgen noch ein Follow-up-Video von der Spinne, weil das Spinnen-Event ja morgen geht, wie viele Punkte da natürlich gefordert sind und auch wie viele Punkte wir fürs Beschwörungsrausch-Event brauchen tatsächlich. Wie gesagt, man kann es auslassen, wenn man irgendwo mal Erster oder Zweiter wurde, aber das machen wir dann alles morgen früh im Guide oder im letzten Ruel Fusion Video. Und dann lasst uns direkt loslegen. So, und jetzt sind wir in den Champions. Ganz kurz, Arena Event hat heute angefangen. 280 Punkte brauchen wir wieder für die 5 Fragmente, also wie im Event vorher. Für jeden Free-to-Player ein bisschen heftig, für jeden Early Gamer sage ich eher ein bisschen heftig und für jeden, der dann in der Gold ist, natürlich ein einfaches Event. Wie gesagt, drückt euch die Daumen, hoffe ihr schafft's. Und dann gucken wir uns jetzt den ersten Champion an und das ist Hakon Schlagkeule. Der hat auf dem A1 einen Lähmungsbuff. Der hat auf dem A2 entfernt alle Debuffs von allen Verbündeten, gibt ihnen dann Blocke-Debuffs für 2 Runden und heilt alle Verbündeten um 15% der LP dieses Champions. Das ist ein LP-Base-Champion, der hat eine gute Base-LP, ist also an sich super geil und heilt jeden Verbündeten um zusätzlich 10% der maximalen LP dieses Champions für jeden Debuff, den er von sich selbst entfernt oder den er von ihm entfernt, von dem jeweiligen Champion dann. Das kann natürlich sehr ausarten, wenn ihr natürlich voll gestackt habt mit Debuffs auf den Gegnern und dann natürlich die A2 zündet, dann kann es schon mal sein, dass eure Champs wieder komplett voll sind oder die Gegner in dem Fall. Ja, die A3 opfert LP im Wert von 25% seiner maximalen LP und greift dann alle Gegner an. Kann ordentlich Damage machen. Der angerichtete Schaden entspricht 50% der maximalen LP dieses Champions. Der Angriff trifft immer als normaler Treffer. Kann also nicht critten, ist natürlich schade, es wäre natürlich nice, wenn es crittet, aber die Multiplikatoren sind recht hoch und er kann ordentlich Damage machen. Er kann sich durch das LP-Opfer natürlich auch selbst killen. Und hier haben wir noch eine LP-Aura für Verbündete in Dungeons. Persönlich würde für ihn jetzt nicht, nur für ihn würde ich nicht ziehen, obwohl er ein guter Champion ist. Er ist mega der krasse Supporter und vor allem jeder, der Bescheid weiß, Skinwalker sind eine nicht so starke Fraktion und dort ist er natürlich einer der stärksten für den Faction War. An sich ein Bomben-Champion, keine Frage, aber nur für ihn ziehen, muss man halt wissen, ne? Die meisten von euch brauchen sowieso ein paar Punkte für das Event, also ein paar Splitter werden aufgemacht, außer ihr sagt natürlich, hey, ich brauche nur noch 5, dann reißt man natürlich, also 5 Fragmente, dann reißt man natürlich nur Grüne auf. Also habe ich jetzt schon von ein paar Clanmates gehört, die gesagt haben, hey, nö, ich reiß Grüne auf und das war's. Schauen wir uns den nächsten Champion an. Der nächste Champion ist Gartosis, den habe ich selbst auch. Benutze ihn aber nicht. er auf dem A1 greift alle Gegner an und hat eine 30%ige Chance mit Buffs, mit Büchern 50%. Einen zufälligen Buff vom Gegner zu stehlen ist meh. Na, dann hier verleiht allen Verbündeten Angriffssteigerer und Crit-Quote-Steigerer. Hier heilt er alle Verbündeten, entfernt dann alle Debuffs von den Verbündeten. Die Menge, die der Verbündete geheilt wird, steigert sich mit der Anzahl der Debuffs, die entfernt werden oder die auf ihnen. Die Menge, um die das Rundenmeter von jedem Verbündeten gefüllt wird, steigert sich um die Anzahl der Debuffs auf ihnen. Also ja, ist an sich ein okay Skill. 5 Runden Cooldown, aber das, was mich nervt, ist halt heilt alle Verbündeten und entfernt dann alle Debuffs. Es gibt einen Heilungsverringerer und sowas. Da ist es jetzt nicht wirklich nice, wenn er heilt, ihr nicht geheilt werdet und danach geklänzt werdet. Also wenn sie das umgedreht hätten, wäre es meiner Meinung nach besser. Und der Punkt ist, es ist eine Leggy, da kann man das schon gerne mal machen. Dann auf dem, oh, das war direkt der A3, sorry. Ah ja, nee, A2, also, sorry, bin ein bisschen verpeilt heute. Und dann haben wir Geschwindigkeit in Dungeon von 33%. Die Aura ist an sich richtig nice. Die Base-Stats sind okay. Ist negative Affinität für die Faction War, also vor allem für die letzte Stage. Da wollte ich ihn nutzen und dann habe ich gemerkt, okay, negative Affinität, da würde mir halt nichts bringen. Ich glaube, für die Dungeons hat man, bis man ihn zieht, außer er ist natürlich eine der ersten Leggies, was Besseres. Deswegen, ich weiß nicht. Also mein Favorite ist es nicht und es wäre kein Champion, wo ich sage, oh mein Gott, für diesen Champion werde ich unbedingt Splitter aufmachen. Also, nee, eher weniger. Und dann schauen wir uns den nächsten an. Die nächste ist Gräfin Lix, ästhetisch. Wow, richtig gut. Ich habe damals bei dem Event 150 Antike eröffnet, um sie gratis zu bekommen. Natürlich Vollgas gegeben, habe sie mir geholt. Für die Faction Wars brutal, aber auch in anderen Bereichen wird sie sehr, sehr oft benutzt. Sie hat auf dem A1 greift zweimal an, hat eine Schwächung. Dann greift sie alle Gegner an, hat einen Geschwindigkeitsverringerer
Und jeder Treffer hat eine Chance, das Rundenmeter des Ziels zu verringern. Das ist natürlich ein super, super guter Skill, vor allem in Faction Wars. Und hier greift sie alle Gegner ein, gibt denen Blocke Abklingzeiten, also aktive Fähigkeiten blockiert. Das ist super, super geil und verringert zudem die Abklingzeit aller verbündeten Fähigkeiten bis auf diesen Champion um eine Runde. Das ist natürlich super cool, wenn ihr am Ende mit ihr dran seid. Ihr gebt dem Gegner Abklingzeiten blockieren und ihr gebt dem oder aktive Fähigkeiten blockieren und ihr reduziert die Cooldown von euren Champions um eine Runde. Sehr, sehr geil. Dann haben wir die Passive. Die entfernt zu jeder Runde einen Debuff von Astrolon. Wenn Astrolon im selben Team ist, die haben eine Paarung zusammen. Das ist an sich ganz cool. Astrolon hat, glaube ich, auch eine Fähigkeit mit ihr zusammen. Die meisten von ihnen haben ihn fusioniert. Und somit wäre das an sich ganz cool. Und dann füllt sie hier das Rundmeter, wann immer ein Verbündeter einen Debuff erhält. Das kann natürlich ganz schnell ausarten. Und ja, die kann an sich okay Damage machen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich benutze sie persönlich als Debuffer, als Control Champion mit ihrem Rundenmeter, mit ihrem Speed Debuff, mit aktive Abklingzeiten blockieren. Und da hilft sie mir in der Fraktion weiter. Also ohne sie hätte ich es persönlich nicht geschafft. Ich sehe sie oft in der Arena und da macht sie mir auch zu schaffen, wenn die Gegner schneller sind, durch ihre Skills einfach. Wirklich cooler Champion. Ich persönlich finde sie richtig nice, auch wenn sie eher so von der Verwendung her nicht wirklich weit oben ist und keiner dieser Top-Leggies ist, ist an sich eine der wirklich guten Leggies in meinen Augen. Jo, dann gucken wir uns jetzt, glaube ich, den ersten Void-Leggy an. Der erste Void-Leggy ist unser Kariel, der goldene Engel. Ja, also, er sieht einfach so aus. Ja, jeder, der ihn hat, freut sich natürlich. Jeder, der ihn nicht hat, hätte ihn gerne. Wir hatten halt erst ein zweifach Void, also ja, mies. Auf dem A1 greift dein Gegner ein, halt alle Verbündeten um 7,5% der maximalen ihrer maximalen LP, verleiht zudem für eine Runde wahre Angst-Debuff, wenn Champions unter den Fraktionen Dämonenbrut, Untote oder Ritter-Wiedergänger sind. Dann haben wir entfernt alle Debuffs von allen Verbündeten und verleiht dann allen Verbündeten Blocke Debuffs, Wiederbeleben bei Tod. Wiederbeleben bei Tod lässt sich nicht entfernen. Dann haben wir hier, verleiht allen Verbündeten 30% Crit-Quote Steigerung und Crit-Damage-Steigerung und schließt sich dann mit allen Verbündeten an und greift deinen Gegner an. Setzt die Abklingzeit dieser Fähigkeit um eine Runde zurück, wenn der Gegner durch diesen Angriff getötet wird. Dieser Skill ist einfach nur crazy. Also es gibt unglaublich gute Klamos-Comps. Ich habe damit schon auf meinem Channel eine Klamos kommt damit gezeigt, was super geil ist. Das ist eine High-Damage-Combo mit Cardiel zusammen und echt cool. Also an sich wirklich nice. In der Arena wird er als Blender sehr oft benutzt aufgrund der Fähigkeit. Dann haben wir hier Verbündete erleiden 20% weniger Schaden von Champions aus Dämonen, Untote und Ritter. Wann immer ein Verbündeter angreift, besteht eine Chance von 15%, dass Cardiel sich dem Angriff anschließt. Dieser Champion greift mit seiner Standardfähigkeit an, schließt sich immer den Angriffen von Cecilia Flammenzunge an. Von ihr habe ich übrigens auch schon einen Guide gemacht. Auch ein bombastischer Champion. Wenn sich beide im gleichen Team befinden, kann sich nur einmal pro Runde dem Angriff eines Verbündeten anschließen. Cardiel schließt sich Angriff vom Verbündeten nicht an, wenn das mit Counter-Attack gemacht wird, bla bla. Ist an sich ein mega cooler Skill. Passiert tatsächlich öfter, als es da steht. Also auch mit Büchern sind es 30%. Es passiert tatsächlich sehr, sehr oft, das prockt. Und dann werdet ihr halt jedes Mal geheilt. Ne? Wenn da Gegner dabei sind, die auch noch von dieser speziellen Fraktion sind, dann kriegen die auch noch wahre Angst. Unglaublich nice. Und Geschwindigkeiten von allen Verbündeten um 19%. Das ist wirklich eine Void-Leggy. Auch die Base-Stats sind top, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich eine Void-Leggy. Die ist auf jeden Fall wert. Aber wir sind leer. Mein letzter Void-Chart war zum Beispiel eine Leggy. Ich habe jetzt 4. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Natürlich kann es passieren, dass im nächsten einer ist. Aber ich glaube, ich riskiere es nicht. Ich habe keine Lust, ganz ehrlich. Dafür brauche ich ihn nicht so sehr. Er ist wirklich nice, keine Frage, ne? Er ist unglaublich gut. Blender kommt nice. High Damage, Kramos kommt super gut. Kann euch in Faction Wars super weiterhelfen. Bestimmt in Dungeons und sowas auch brauchbar. Er hat eigentlich alles, was man braucht. Blocke Debuffs. Er hat, was war das? Blocke Debuffs, Wiederbeleben bei Tod, Crit Damage, Crit Quote, Skills, Buffs. Dann heilt er euer Team und hat eine Speed Aura. Wirklich, wirklich crazy. Team Attack ist auch dabei. Unglaublich gute Void Leggy. In meinen Augen nice, aber würde ich persönlich jetzt nicht für pullen. Und dann gucken wir uns mal die Epics an.
Also nicht falsch verstehen, ich würde nicht pullen, weil halt erst ein zweifach Void war, ne? Deswegen. Und der erste Champion ist auch im Heiligen Orden, das ist Sanguina. Sanguina hat auf dem A1 dreimal angreifen und hat eine Chance von 20% die Dauer von zwei zufälligen Fähigkeiten, um eine Runde zu verringern auf den Gegnern, also Buffs. Dann haben wir verleiht allen Verbündeten Blocke Debuffs und Dauerheilungsbuff. Ist natürlich auch geil, Blocke Debuffs nur für eine Runde leider. Dann haben wir hier, greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 75%, alle Debuffs von diesem Champion auf den Gegner zu übertragen und entfernt dann alle Debuffs von allen Verbündeten mit Ausnahme von diesem Champion. Braucht man aber nicht, weil man sie eigentlich übertransferiert. Und dann hat man hier noch Genauigkeit von allen Verbündeten im Doom Tower. Ist an sich ein guter Champion, eine geile Mechanik. Das Problem ist für uns, die länger im Spiel dabei sind, wir haben mittlerweile bessere Alternativen, weil sie wurde vor nicht allzu langer Zeit ins Spiel mit eingebracht. Aber trotzdem ein Tip-Top-Champion. Ich habe sie auf meinem kleinen Free-to-Play-Account noch nicht wirklich benutzt, aber dort, wo ich sie genutzt habe, hat sie mir sehr weitergeholfen. Sie hat ein cooles und sehr komplexes Kit als Unterstützungs-Champion und auf jeden Fall wert, ein paar Splitter zu öffnen, muss ich ehrlich sagen. Klar, die Voids sind auch, die Leggies sind auch alle wert, ne? Außer vielleicht Skatosis, ein paar Splitter zu öffnen. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir halt einen bekommen, ne? Eine Epic sieht da ein bisschen anders aus. Also ich mag sie. Vor allem für Faction Wars hört sie sich auch Bombe an. Hab sie noch nicht genutzt, aber nur so, wie sich das Kit einfach liest. Und der nächste Champ. Der nächste Champ ist die wundervolle Ugo. Ugo ist ein Monster von Champion, also nicht nur ästhetisch. Sie hat auf dem A1 greift einen Gegner, hat eine Chance Entziehen zu verleihen und die Chance erhöht sich mit jedem lebenden Gegner. Greift alle Gegner an, Defense-Verringerer, blocke Debuffs. Die Chance erhöht sich wieder mit jedem lebenden Gegner, den Block Debuffs zu hauen. Entfernt hier alle Heilungsverringerer von allen Verbündeten, entfernt dann einen zufälligen Debuff von allen Verbündeten, halt alle Verbündeten um 20% der maximalen LP dieses Champions. Wenn alle Verbündeten tot sind, belebt sie stattdessen mit 50% LP und füllt ihr Rundenmeter um 50%. Wow. Dann verleiht diesem Champion für eine Runde 30% Geschwindigkeitssteigerer Blocke Schadenbuff, wann immer sie der letzte Überlebende auf dem Feld ist, ne? Also übelst crazy, hat gute Base Stats, was Speed und Defense angeht. Sie hat mich durch Faction Wars gecarried. Ich sehe super viele Leute, die nutzen sie in der Arena, die sagen in Doom Tower mega nice. Ich meine, auf einem Skill Blocke Buffs plus Decrease Defense den großen drauf zu haben, ist unglaublich stark und ja, also wirklich ein krasser Champion. Dann habt ihr noch einen Entziehen-Debuff für alle Bosskämpfe, natürlich top, damit euer Team sich weiter belebt. Ihr habt ein Wiederbeleben, also wenn ihr sie gut stackt mit viel Defense, viel Leben, damit sie euch wirklich als letztes am Leben ist, kriegt sie einfach eine Runde Blocke Schaden. Wenn der Gegner nicht durchkommt, wiederbelebt ihr euer komplettes Team. Es ist schon echt heftig. Also das ist wirklich eine Epic in meinen Augen in einem Leggy-Kostüm. Die ist unglaublich stark. Ich bin froh, sie mittlerweile schon zu haben. Wirklich ein Top-Top-Tier-Champion. Unglaublich crazy. Und dann kommen wir fast schon zum Ende. Nächste Schlachtlegende. Greift alle Gegner an. Dann haben wir verleiht allen Verbündeten zwei Runden einen Angriffssteigerer. Entfernt dann alle Debuffs von allen Verbündeten. Dieser Buff lässt sich nicht entfernen. Verleiht allen Verbündeten für drei Runden ein Wiederbeleben bei Tod. Die Verbündeten wird nach dem Tod sofort wiederbelebt. Na, wissen wir ja, aber es ist einer von den Legacy, also von den alten Champions, deswegen steht das hier noch mit dabei. Und dann haben wir hier noch eine Speed Aura in allen Schlachten um 19%. An sich liest sich hier Kit richtig gut, aber es ist halt eine Void und man hat halt bessere Alternativen, bis man sie zieht, außer man ist halt lucky und zieht sie in einem der ersten Voids. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich hatte sie nicht früh gezogen und hatte halt dann bessere Alternativen zum Cleansen, zum Wiederbeleben. Bis ich sie dann gezogen habe, aber was halt nice ist, und da ist aber wieder das andere Ding, es ist ein Hochelfen, ihr kriegt alle irgendwann Arbiter, weil jetzt hätte ich gesagt Faction Wars, aber wie gesagt, Arbiter ist ja auch da, Apotheker ist ja auch noch da, ne, also ja, schwierig zu sagen, an sich ein cooles Kit, ne, ein guter Supporter und es sind ja hier alles hier entferne Debuffs Champions, irgendwie kann jeder dieser Champions den oder fast jeder wiederbeleben, aber es geht hier eher um entferne, also ums Cleansen. Und ja, deswegen, das hier ist das Thema ja auch von dem 10-fach-Event. Und deswegen ist sie an sich schon ein wirklich guter Champion, kann man nicht sagen. Aber bis man sie halt bekommt, hat man wirklich Alternativen. Und dann kommen wir zum letzten Champion. Und der letzte ist Dazdurk der Hüter. Dazdurk der Hüter hat auf dem A1 entziehen.
Hat auf dem A2 füllt es rund mit aller Verbündeten und verleiht allen Verbündeten Angriffssteigerer. Entfernt alle Debuffs von allen Verbündeten auf dem A3, heilt dann sofort alle Verbündeten 25% der maximalen EP dieses Champions. Verleiht allen Verbündeten, deren Debuffs entfernt wurden, für 2 Runden Dauerheilungsbuff. Und dann haben wir natürlich eine Angriffssteigerer in allen Schlachten. Aura. Unglaublich nicer Champion, wurde erst vor kurzem ins Spiel gebracht, hat ein mega geiles Kit, auch für Faction Wars vor allem, aber überall anders. Also solltet ihr irgendwo einen Cleanser brauchen, der auf einem guten Cooldown läuft, dass diesen 4 Runden, 3 Runden sind eigentlich immer so optimal, dann sind natürlich diese ganzen Champions eine Bombenalternative für euch. Ich würde jetzt nicht all in gehen, zudem wir ja erst ein zweifach Void haben und die richtig, sag ich mal, nicen Champions hinter diesem Event halt auch Voids wieder sind. Ich persönlich werde keine Splitter öffnen. Ich werde mir nur das Event anschauen. Wo sind die ersten 5 Fragmente? Werde die ersten 5 Fragmente dann auf. Also holen mit vielleicht grünen Splitter. Vielleicht mache ich auch einen Heiligen auf. Ich weiß es noch nicht. Das entscheide ich morgen einfach spontan im Stream. Und ja, ich muss ehrlich sagen, es ist ein gutes Event. Auf jeden Fall, wenn man niemanden hat, der AOE Cleanse hat. Beziehungsweise Reinigen in dem Fall. Oder Debuffs entfernt, dann auf jeden Fall nice. Jeder von uns muss, glaube ich, pullen für die Ruel-Fusion, wenn wir sie machen, weil da stecken halt einfach die letzten 5 Fragmente, die man braucht, wenn man alle anderen Evente mitgemacht hat bis zum Ende. Jo, deswegen also nicht das beste Event, aber auch nicht das schlechteste. Wir haben auch schon schlechtere. Ich würde sagen, eher so ein Mittelmaß, ist ein okay Event, ist ein okay Zehnfach. Ich hätte gehofft, dass es natürlich wieder eine geile Aktion mit Antiken gibt, aber ich glaube eher, dass es die Woche drauf gibt. Dass dieses Wochenende einfach Antike kommen, zweifach, also nächstes Wochenende, und das Wochenende drauf hauen sie dann beim Zehnfach wieder irgendein Special mit Antike raus. So kann ich es mir einfach vorstellen bei Plarium. Wir werden einfach sehen, ich will da jetzt nicht weiter spekulieren, aber an sich ein vernünftiges Event. Wenn ihr für die Fusion pullen müsst, pullt ein paar. Ich würde nicht all in gehen, auf keinen Fall. Da gibt es bessere Zehnfach-Events, bei denen man auf jeden Fall all in gehen kann. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Wenn ich mich besser fühle, bin ich heute Abend dann noch live im Stream. Ansonsten sehen wir uns einfach morgen im Video und dann am Abend im Stream. Dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit. Ich bin euer Alium. Peace.